Das sieht soweit okay aus. Okay. Dann würde ich sagen, let's go hier. Und los geht's. Ich liebe die Jagdsaison. Eskortenführer, wir sehen irgendetwas hier draußen. 9. Sektor. Wahrscheinlich Fehlanzeigekontrolle. Aber ich überprüfe hier gerade. Nein, hier ist nichts. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Was zum... Kontrolle, Russo ist nicht mehr auf dem Radarschirm. Ich sehe... Irgendetwas ist da draußen. Ich lese... Russo? Das kann nicht wahr sein. Eskorte 2, bitte melden! Eskorte 3, werden Sie angegriffen? Was? Eskorte 2? Ich hab Feinde überall! Du gehörst mir. Ich kann ihn nicht abschütteln, er hat mich im Visier, er hat mich im Visier! Mayday, hier spricht der Franz. Nur Ihnen eine kleine Erinnerung. Die Luftwaffe Militär unseren Begleiter vernichtet. Mayday, Mayday, dies ist ein Notfall. Ich zünde das Flashback. Das nenne ich einen erfolgreichen Test. Thank you.
bitte um Ruhe im Saal. Sie werden alle schon bald Ihre Meinung äußern können über die schrecklichen Ereignisse, die sich zurzeit in der Nähe der Grenzwelten ereignen. Aber zuvor will ich, dass jemand anderes zu uns spricht, und zwar der Kommandant der strategischen Bereitschaftsbehörde, Admiral Torrin. Danke. Danke, Senator. Sehr verehrte Mitglieder des großen Konföderationsrates. Als Kommandant der SBB bin ich mit vielen Aufgaben betraut. Eine meiner wichtigsten Pflichten ist der Schutz der Grenzen unserer Galaxie. Leider erscheine ich heute als demütiger Diener vor Ihnen. Ich habe keine Antworten zu bieten. Die sinnlosen Terrorakte, die zurzeit in den Grenzwelten alle in Angst und Schrecken versetzen, sind bis jetzt ungeklärt. Das sind Piraten, sag ich Ihnen. Vernichtet die blutrünstigen Barbaren. Ich würde Sie gerne an etwas erinnern. Während des langen Krieges gegen die Kilrathi waren die Grenzweltler treue Verbündete und Freunde. Und jetzt greifen Sie uns an! Ja! Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Ruhe! Der Rachedurst sollte jetzt nicht die Oberhand gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, wer unsere Verbündeten sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Krieg tiefgreifende soziale und politische Veränderungen in den Grenzwelten verursacht hat. Wir wissen noch nicht, ob diese Veränderungen irgendwie mit den sinnlosen Terrorakten zusammenhängen. Aber ich werde es herausfinden. Und das ist ein Versprechen. Sie wissen, dass die Zunahme dieser Vorfälle das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen uns und den Grenzwelten langsam gefährlich werden lässt. Aber bevor diese erhabene Versammlung irgendwelche schwerwiegenden und unumkehrbaren Entscheidungen trifft, habe ich den Admiral gebeten, die Situation weiter zu untersuchen. In 2 Wochen wird er uns erneut Bericht erstatten. Admiral, Sie haben den Segen der Ratsmitglieder und der friedliebenden Einwohner dieser Galaxie. Gott behüte Sie. Danke, Senator. In 2 Wochen werden wir abstimmen. Krieg oder Frieden? Damit wenden wir uns aus der Ratsversammlung aus. Ich vergebe an Barbara. Vielen Dank. Nach diesen 2 Wochen wird sich unser Leben vielleicht grundlegend ändern. Auf jeden Fall erwarten wir das Ergebnis mit Spannung. Guten Abend. Hier ist Barbara Miles mit den Teasern Abendnachrichten. Was darf's sein? Ich nehme die Hausmarke. Was treibt denn so jemanden wie Sie hier rein? Hey, Kumpel. Kannst du einem Veteranen einen Drink spendieren? Sie waren ein Pilot? Na klar, ich war auf der TCS Liberty. Tja. Und somit herzlich willkommen. So, Wing Commander 4, Long Play. Straighten him out. Straighten him out. Help him out. Straighten him out. Help him out. Warum auch immer jetzt immer durchgehen und nach oben gehen. Help him out. Straighten him out. Weiß ihn zurecht oder hilf ihm. Ich muss das nochmal genauer ergründen, wie ich das wieder richtig auf Deutsch kriege. Zumindest der Menütext ist auf Deutsch. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie hier raus und kaufen Sie sich was zu essen. Danke, Kumpel. Das mache ich. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Tja, das wollen wir nicht hoffen. Seit dem Kriegsende hat sich einiges geändert. Die meisten Jungs, die nach Hause gekommen sind, haben keinen Job mehr gefunden. Wir müssen uns alle irgendwie durchschlagen.
Ja. Veteran? Ja. Moment mal, ich habe ein Bild von Ihnen gesehen. Gleich habe ich Sie. Sind, Danke für den Drink. Hey, was ist denn, Süße? Warte! Hör auf, mich Süße zu nennen und lass mich in Ruhe, ja? Ihr Piloten seid doch alle gleich. Ach. Die Frauen hier draußen am Rande des Nichts schätzen wohl keine zivilisierten Männer. Tun sie schon. Wenn sie mal einen treffen. Schön, Sie zu sehen, Colonel. Oder sollte ich sagen, Farmer Blair. Ein Wunder, dass Sie überhaupt Zeit für mich haben. Es ist ein friedliches Leben. Wie ich immer sagte, man ist ein Wurm oder ein Adler. Sie gehören also immer noch zu den Adlern, sein. Seit Sie beim Angriff auf Kilra Glück hatten, klar fliege ich noch. Gibt's eine Alternative? Besser, als im Mist herumzustiefeln. Überlegen Sie mal, Maniac. Im Mist herumzustiefeln, vielleicht ist das genau das, was ich machen will. Vielleicht freut es mich ja, nach all den Jahren ständiger Kämpfe mal wieder sowas wie richtige Erde unter den Füßen zu spüren. Mann, klingt ja wie eine auswendig gelernte Rede. Freut mich für Sie. Du tust, was ich dir sage. Nicht mehr und auch nicht weniger. Aber Sie schulden mir noch was fürs letzte Mal. Greift da niemand ein? Geht mich nichts an. Warum zeigen Sie ihm nicht, wer hier der Boss ist? Großer Kriegsheld. This pisses me off. Das kotzt mich an, das geht mir nichts an. This pisses me off. Behandeln Sie Ihre Freunde immer so? Was fällt dir ein? Du bist kein Freund von mir. Oh ja, das weiß ich jetzt auch. Sei froh, dass ich dir nicht den Hals umdrehe. Lassen Sie den Mann los. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Freundchen. Der Meinung bin ich aber nicht, Freundchen. Sie werden sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Das tue ich schon. Ja, warte mal ab. Ich bin Corona Christopher Blair. Freundchen, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Ich hätte mich schon eingemischt, wenn er Ihnen was getan hätte. Hat er den Schwanz eingezogen? Komm her! Komm her, Kleiner! Also, Maniac, was gibt es so Wichtiges zu besprechen? Da-da-da-da-da-da-da! Colonel Christopher Blair von der Reserve konföderierter Weltraumtruppen. Es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie wieder in den aktiven Dienst zurückberufen werden, Sir. Wissen Sie es nicht, Maniac? Der Krieg ist schon vorbei. Mein Auftrag lautet, Sie zu holen. Wer hat Sie geschickt? Aber woher soll ich das wissen? Eine von der Chefetage. Seit wann wird einem Major was gesagt? Nach all den Dienstjahren, die ich absolvierte, sollte man meinen, ich werde die Entscheidungen der Konföderierten nie verstehen. Wieso holt man einen alternden Wurm zurück ins Cockpit? Wieso bin ich kein Colonel? Nur weil der Kerl Glück hatte und bei einer Mission rein zufällig einen alten Feind besiegt hat, das ist alles. Gut, wann müssen wir los? Wann wir... Oh, zwei Jäger stehen startklar auf dem Flugdeck. Dann nichts wie los. So, dann nichts wie los. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oh, ich sehe gerade, ich muss den Screen-Titel nochmal wieder umbenennen. Alles verschüttet, das ist wieder völlig fail hier. Wissen Sie noch, wie man die Kiste in die Luft kriegt? Hä? Oh, schöner Start. Für den Dinosaurier. Ist wohl Ewigkeiten her, seit Sie das letzte Mal einen Steuerknüppel in der Hand hatten, was, Colonel? Oder haben Sie etwa eine Sandprinzessin gefunden, die ihn für Sie gehalten hat? Sie müssen mir nicht antworten. Aber Sie können nicht behaupten, dass Sie meine sprühende Schlagfertigkeit nicht ein bisschen vermisst haben. Eieieiei. Maniac. Oh, der Text hier ist aber dann wieder auf Deutsch. Das ist ja schon mal gut. Ist es ja fast auf Deutsch gepatcht, ja? Okay. Das ist ja cool. So, kann ich das nebenbei machen? Ja. Stream Long Play. Wing Commander. 4. Tralala. Eieieiei. Titel des Spiels. Wing Commander. The Price of Freedom.
Preis der Freiheit. So, geht das ab hier. Tag setzen, noch Wing Commander zumindest. Quatsch. So, gucken, wie ich das am besten alles beobachten kann hier. Dass das Sinn ergibt. So ein bisschen das Audio sehen. Ich muss da sehen, dass das Stream stabil läuft. Bla blubber. Das ist jetzt natürlich auf Englisch. Just to make it interesting, I got a surprise du, du, du. For you, Colonel. I know you've always vielleicht sollte ich nicht auf Ass spielen. Ich probiere es mal erstmal auf Veteran. Wobei, um Maniac fertig zu machen, ist sogar auf Anfänger. Your HUD will show virtual damage on both. Ja, komm. Let's see if you still got it, Farmer Blair. Oh, das funktioniert ja sogar. Auf geht hier. Ja, wäre ja cool, wenn ich das. Dann hat das ja jetzt doch so einige Vorteile wieder. Wiederum. Das bisschen da noch auf Deutsch kriege, dann wäre das alles cool hier. Come on, Manny. Blair hat mehr getroffen. So you got lucky again. Just like that run on Kilroth. See you at the Orlando Depot. Holy shit! So, switch into battle mode! I just hope the auto weil die Originalfilme sind ja auch mal interessant. Ne? Auf nach Orlando, naja. Call that flying? Better put it for your pension. Hey, that big! Break formation and open fire. We're in the long drive. They were never born. Come on, take it like a man. Cockpit pilots suck. You in hell! You sterile, long. Ooh, nice work, old timer. Let's head to Orlando. We got a shuttle to catch. Sieg, ey. Junge, Junge, Junge. Come on. Bums. Bums. Was Sie hier sehen, Colonel Blair, ist nur einer der vielen zukünftigen Siege der Grenzwelten. Son of a bitch! 3,000 people aboard that crate, and he just... Oh, and if that wasn't enough, we're in the middle of nowhere, flying on fumes. Wait. Nav computers picked up Blue Point Station. Oh, I'm not sure we can make it, but oh, we got no choice. Listen, downloading nav data to you. Wenn wir ihn jetzt noch da. So far, I haven't much enjoyed this reunion. Es ist witzig, wenn man das in Deutsch richtig gut kennt und dann jetzt so auf Englisch hört und naja. Ich überlege gerade, wo ich meine CDs habe. Need clearance. Welcome to Blue Point, gentlemen. You have clearance. Ich möchte es gerne eigentlich umstellen auf Deutsch, weil das nervt mich jetzt tierisch. Die paar Dateien da auswechseln. Wer war der Kerl? Und woher wusste er Ihren Namen? Keine Ahnung, tut mir leid. Dem würde ich gern den Hals umdrehen, wer immer er ist. Haben Sie gesehen, was er gemacht hat? Da sind meine Tricks nichts dagegen. Aber das war doch kein Trick, Maniac. Es war ein wahres Meisterstück. Eventuell
tatsächlich. Ist das die Victory? Ja, schwer zu glauben, aber sie ist jetzt ein Museumsstück. Ein Relikt des Krieges. Wie ein Farmer, den ich kenne. Bestimmt hängt eine Ehrentafel über ihrem Bett. Soll ich gleich mal live patchen? Fantastisch, nicht wahr? Sowas hätten Sie sicher gern im letzten Krieg gehabt. Das Ding hätte die Kilrathi das Fürchten gelehrt. Naja, solche Träger fliegen nicht von alleine, Admiral. Das ist richtig, Colonel. Es sind die Männer, die wichtig sind. Er sieht ganz so aus, als würde ihn das Landleben gut bekommen. Ich beneide sie. Wäre ich davon überzeugt, dass die Existenz der Konföderation gesichert ist, wäre ich schon längst weg. Ohne Bedauern. Was soll's? Ich habe gehört, dass Sie auf dem Weg hierher Schwierigkeiten hatten. Ja, Sir. Recht und Ordnung. Diese Werte verlieren in der Konföderation immer mehr an Bedeutung. Wir leben in einer Übergangszeit, Admiral. Ja, es war gut, in den Kilrathi einen gemeinsamen Feind zu haben. Und die Menschheit konnte ihre wahre Größe zeigen. Jetzt fehlt uns leider jegliches Ziel. Sie haben es ja selbst gesehen, die sinnlose Zerstörung. Deshalb braucht die Konföderation wieder ihre Dienste. Sie sind ein Mann mit Kampferfahrung. Sie können sich meiner Loyalität sicher sein, Sir. Wir verlassen uns auf Sie, Colonel. Seit mehreren Wochen wird gegen die Konföderierten ein Untergrundkrieg geführt. Terroranschläge, Piraterie, Sabotage. Ist das symptomatisch für die jetzige sogenannte Übergangszeit oder steckt etwas viel Schlimmeres dahinter? Ist eine Strategie oder ein Plan zu erkennen? Naja, man muss nur eins und eins zusammenzählen. Es deutet leider alles auf unsere alten Verbündeten, die Grenzwelten, hin. Sie glauben, sie führen gegen uns einen Guerillakrieg? Das Verhältnis zwischen den Grenzwelten und der Konföderation war noch nie gut. Die Freiheit verlangt ständige Wachsamkeit. Wofür ich zuständig bin? Wir kennen einander schon sehr lange, nicht wahr, Colonel? Ich weiß, in der Vergangenheit gab es unfreundliche Worte zwischen uns. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, Sir. Ja, aber an unserer Leistungsfähigkeit ist nicht zu zweifeln. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie persönlich in den aktiven Dienst zurückberufen habe. Sie werden diesmal nicht nur meine Augen und Ohren sein. Allein Ihre Anwesenheit in den Grenzwelten wird eine deutliche Botschaft an die Galaxis sein. Ich bin kein Politiker, Sir. Taten sind wichtiger als Worte, Colonel. Ich möchte Sie dort nicht nur als ein Symbol hinschicken. Nein, ich werde Sie wieder in ein Cockpit setzen. Dort werden Sie einen alten Freund wieder treffen. Den Nervenkitzel des Kampfes. Das ist mein Codename, mein Lebensmotto
und meine Art zu fliegen. Dieser Spitzname kommt alle mal her, dann erkläre ich euch, wie ich zu diesem verrückten Namen gekommen bin. Hey, Maniac. Blair. Guten Tag. Schön. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Geben Sie mir Ihre Tasche. Willkommen, Sir. Es ist mir eine Ehre, Sir. Schön, Sie wiederzusehen. Sei gegrüßt, mächtiges Herz des Tigers. Schon gut. Die tun ja so, als wären sie der einzige Held der Konföderation. Ich habe mehr Katzen abgemurkst als alle Pilotenteams zusammen. Rollt man mir den roten Teppich aus? Nein? Nein, ich muss meine Tasche selbst tragen. Ich darf auch nicht mit dem Admiral einen Plausch halten. Admiral Tarwin, Tarwin, Tarwin. Sagt er irgendwas über mich? Eine Menge. Er konnte gar nicht mehr aufhören, Maniac. Was? Tja, das ist Geheimsache. Ich könnte es Ihnen verraten, aber dann müsste ich Sie töten. Da sehen Sie, wie wichtig ich bin. Ich bin Geheimsache. Ich erkläre es euch später. Warten Sie auf mich! Oh Mann. Das ist ein Depp. Oh. Wir sind Corona-Körnel. Passt sogar rein. Gibt's doch nicht. So. So safe. So. So, so. Man kann irgendwie 20 Mal am Tag so sagen, aber man fängt trotzdem nichts an oder so. Ne? Gab's mal so einen Spruch? Schmeiß jetzt hier mal die CD bzw. CDs rein. Versuch das mal eben live zu patchen. Ich möchte das gern richtig auf Deutsch haben. Das geht mir sonst voll auf den Zwirn. Movies, Special. Gab's nicht auch Missions Tree? Ja, die da. Also Missions und Movies. Das wird es ja höchstwahrscheinlich sein. Special. Was könnte denn ein Special drin sein? Missions and Movies. Schneide ich mal aus und sag hier Backup. Damit ich es mir nicht im Fall der Fälle zerstöre. Kopiere das mal in AIDA. Wird ja hoffentlich nicht lange dauern, oder? Na, Optical Disc, ne? Oh yeah. Naja. Da kommen Special und Object nämlich auch noch mit. Ausschneiden. Backup einfügen. Nächtliches Corona Wing Commander 4 Patch. Das ist Amiga. PC lang IFF könnte es natürlich auch noch mitunter sein, ne? Die Datei ist 1 KB groß. Tja. Er weiß das schon so genau. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe da mal ein Video zu gemacht, wie man das genau anstellt, ne? Das hätte ich allerdings auch besser machen können, so aus der Erinnerung raus. Aber es ist zumindest schon mal irgendwo festgehalten.
Oh, komm, die sichere ich auch gleich mal eben ab. Jetzt die vier Mist nehmen wir auch mal mit. Diese Tree sind auch für mal interessant, was das angeht. Dateiengeschmeiße hier wieder. Die kann ich gar nicht. Die gibt es hier gar nicht. Ist auch gut. Oder bin ich blind? Ja, wie auch immer. Ich schmeiß sie zurück. Die auch noch hier rüber. Bub. Musik dürfte eigentlich keinen Sinn machen. Ist nicht groß. So, erste Disc raus, zweite rein. Ach so. Ja, ja. So ist das, ne? Die Gameflow könnte es natürlich auch sein. Und Globals ist. Eieieiei, Movies 2, Missions nehmen wir da mal. Gameflow hatte ich glaube ich schon, ne? Special, ja komm, nehmen wir auch mal mit. Hatte ich schon mal. So. Vielleicht irgendwas überschreiben oder kopiert er das nur? Das ist jetzt die Frage. Bildet heraus das Geräusch, das ist lustig. Bäh. Können wir so lange Musik hören? Dass das dann funktioniert richtig auf Deutsch, in ganzer Arbeit. Das sind 6 CDs, die das Spiel hat.
Da weiß ich nicht die Art nochmal ab. Language Tree. Chat, ja. System 96 ist der Kanalname und Perception ist das Lied hier. So. So. So, so. Also, Ruby ist wohl auf jeden Fall. Musik nehme ich auch noch. Hat das hoffentlich funktioniert? Denn ansonsten wüsste ich nicht, abgesehen von minus L1 hier mit dem Bindestrich. MISC steht dafür Miscellaneous. Was war denn das dann nochmal? Repeat Track bitte. So. Gibt's hier die totale Freak Show? Ich sehe gerade, dass ich im Video, ja, wo ich meine Cam habe. Wenn da mein Wasserzeichen sitzt, könnt ihr mich ja gar nicht richtig sehen. Das ist das halt hier, double layered. Von 1996, alter Schwede. Music 1 TRE sollte ich dann vielleicht auch nochmal von der ersten CD, ne? Das wird ja irgendwie Sinn machen. Versuchen wir das mal. Thank you.
Special 4. Special 3 hatte ich jetzt aber auch nicht mitgenommen. Ne? Fail. Aber man sieht es schön am Datum. Das ist ja ganz nett. Eieiei. Also wer jetzt gerade einschaltet, hier ist Live-Patchen angesagt. Beziehungsweise Sprachpatchen, ne? Ich will das ja eindeutschen. Wieder mal von neuem, weil GOG wieder mal Updates gefailt hat hier. Wenn er vielleicht noch ein Backup macht, bevor er da wieder mal ein Update kommt und wieder was. Das Spiel ist schon so alt, aber die können das immer noch kaputt patchen. Von Jungs. Hat sich der Aufwand hoffentlich gelohnt. Ja, das dauert ja. CD-DJ hier. Wunderbar. Geil. Schau. Deswegen. Das ist dasselbe, hoffe ich mal. Ich kann meine Größe jedenfalls hin. Ja, Musik bleibt sich gleich. Dann mal hier Movies. Oh. Quatsch. Moment mal. Ich die nicht. Strange.
hab's ja gleich geschafft. Dass sie noch heile sind. Das wäre das noch komplizierter mit meinen Image-Dateien hier, die ich mal irgendwann gemacht habe. Ja, die Disks sind ja Kopierschutz, kann man die einfach absichern, ist kein Problem. Glücklicherweise. So, Nummer 6, und dann muss ich die 1 nochmal anschmeißen danach. Special 6 und Music 4, ne? Ja. Movies 6. So, Vollgas. Fürs Laufwerk. Cooles Ding, kam ich durch sie am Alarm drauf. Interessante Videos. Synthwave mit richtig schönen Druck drunter. Dass da keine Copyright-Geschichten gibt. Kann man das hier ganz gut verwenden? Wie lange das früher mal gedauert haben muss, das zu installieren und diese Nachladeruckler. Schafft ja mal gerade so gut und darum 5 Megabyte pro Sekunde, das ist ja. Junge, Junge, Junge. Ja, USB 1.0 so ungefähr, oder? Ja, doch 2.0 schon. Ich glaube 1-0, 2-0 war ein bisschen schneller, oder? So, dann die letzte Disk auch durch. Ganz schön warm hier das Laufwerk mittlerweile. Mein Blu-ray-Brenner hier. Junge, Junge, Junge. Ja, aber gut, dass man oldschool geblieben ist und noch ein optisches eingebaut hat, sonst wäre ich hier ganz schön gelackmeiert mal wieder. Ja.
So, was wollte ich jetzt so? Die erste Music-Datei, ne? Music 1. Da ist er. Ziemlich klein, aber ja gut. Kannst du das Datum hier mal durchgucken? Das Ball hätten wir sonst noch. Special 3, ja, die dürfte ja hoffentlich auf der dritten CD sein, ne? Da habe ich gefuscht. Fusch am Bauen, ja? Guck mal, das haben wir gleich. Böses Dateien geschmeißen hier. Ich schmeiß erstmal ein Backup. Special 3 Tree, ne? Hup. Wenn es danach nicht richtig gut auf Deutsch ist, dann weiß ich auch nicht. Dann ist das mehr als merkwürdig. Das summt und brummt hier. Naja. Dann gucken wir mal, ob ich es jetzt kaputt gepatcht habe. Kann ja alles sein, ne? Schauen wir mal. Ne. Was zur Hölle hat er denn jetzt für ein Problem hier? Das kann nicht wahr sein. Leute, ich will auch nur Wing Commander 4 spielen. Ganz normal auf Deutsch. Brauchte vielleicht die CDs-Datei. Kann es das sein? Ach nö. Das ist ja vielleicht die Install Tree noch. Junge, 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 Junge. Da könnte man einen Föhn kriegen, ne? Das ist sowas von bescheuert. Diese WC4-MISC. Sagt mir irgendwie was. Aber das ist auf der CD nicht drauf. Muss das sein? Komm, wir nehmen mal ANM auch noch mit. Probieren das mal. Ah. Kann doch nicht wahr sein. Das funktioniert ja echt mal schöner. Gameflow, alles ausgetauscht hier.
diese MISC-Datei, ne? Die. Mal gucken, vielleicht auf der ab der zweiten CD oder so. Alles nur das nicht, ey. Da können wir ja blöd werden, ne? Eine MISC-Datei. Globals if. Habe ich da was vergessen? Kann ja auch daran schon liegen, ne? Ist schon spät. Da kann einem so ein Mist mal passieren, ne? Hier wäre die Datei. Aha. Das war's dann also schon, ne? Ja gut. Denn Colonel Christopher Blair meldet sich zum Dienst. Hoffentlich jetzt erfolgreich. Sieht soweit gut aus. Ja. Colonel. Kann man so stehen lassen, ne? Erinnern Sie sich noch an unsere Wette? Ich hoffte, Sie hätten sie vergessen, Captain. Ich wusste, dass das nicht Ihr letzter Flug war, aber Sie haben das Gegenteil behauptet. Wie heißt so schön, sag niemals nie. Eins ist sicher. Verglichen mit diesem Schiff ist die Victory ein kleiner Fisch. Die Konföderation rüstet sie gut aus. Ja, Sie haben recht, das Schiff ist vom Feinsten. Es hat sich viel geändert. Das heißt aber nicht, dass ich keine guten Piloten mehr brauche. Captain Eisen, bitte auf die Brücke wählen. Wir springen jeden Augenblick in das helle Spond-System. Da gibt es ein paar Probleme. Sehen Sie sich in Ruhe um. Es wurden technische Neuerungen entwickelt, die Sie verblüffen werden. Ja, das Blöde am GOG-Patch ist natürlich, dass er das alles so ein bisschen ranzoomt und swept, ne? Normalerweise hatte man eine ganze Ecke mehr Cinemascope und dann sah das Bild auch besser aus. Und verschwindet da der Untertitel auch so komisch. Ist ziemlich halbherzig, aber ja gut, was will man machen? Ich habe das mal versucht quasi zu downgraden, da wieder zurückzukommen und dann hat man ja gesehen, was dabei rauskam. Ich glaube, das war meine letzte Amtssammlung mit dem Spiel und dann lief es gar nicht mehr. Ja, blöd. Aber diese Übergänge müssten eigentlich auch dann irgendwann verschwinden. Wer gebraucht? Wen hat denn da der Sonnenwind hereingeweht? Willkommen an Bord, Colonel. Wer verliert, der muss einen Drink ausgeben. Vielleicht das nächste Mal. Tja, wie ich sehe, machen Sie Ihrem Spitznamen alle Ehre. Nie zu lange an einem Ort bleiben. Das ist ab jetzt wieder mein Motto. Es war ein Fehler, dass ich mich der aktiven Reserve angeschlossen habe. Aber die monatlichen Checks waren ziemlich verlockend. Ja. Wer hätte gedacht, dass Sie mich wieder einziehen werden? Sie haben mich glatt reingelegt. Ich hätte es wissen müssen. Das war wohl das erste Mal, dass Sie ein wichtiges Spiel verloren haben, Vagabond. Apropos verloren. Ich schulde Ihnen noch einen Drink. Ja, dann. Zu Eisens Kabine. Das haben wir wahrscheinlich nicht da, nehme ich jetzt an.
Ja, guckt auf die Uhr. Auf zur Missionsbesprechung, ne? Ja, dass er da zurückläuft, kann ich auch zurückdrücken. Longleg. Zack. Ich möchte, dass Sie das sofort nachfolgen. Sobald Sie ein Ergebnis haben, benachrichtigen Sie mich, auch wenn ich in einer wichtigen... Ah, Colonel, können wir zur Sache kommen? Aber selbstverständlich, Sir. Gut, unsere Neulinge fragen mich immer, was ist, wenn das passiert? Und was soll ich nur tun, wenn dies passiert? Benutzt euren Kopf, ist die Antwort, die ich Ihnen dann gebe. Wozu habt ihr ihn denn? Zur Sache. Wir sind hier in Hellespont, weil Piraten die Handelsrouten belagern, die in und aus dem System führen. Wieso sie das tun, wissen wir bis jetzt nicht. Manche ihrer Angriffe scheinen die üblichen Hintergründe zu haben, Waffen und Vorräte zu erbeuten. Andere wiederum sind einfach nur brutale und völlig sinnlose Terrorakte. Sie und Ihr Flügelmann werden diesen Transporter zum Jump Point eskortieren und seinen Flug aus dem System sichern. Dann fliegen Sie diesen Navigationspunkt an. Dort wird eine Kommunikationsstation gebaut. Sie lösen die Patrouillen ab, die momentan dort für die Sicherheit sorgen. Alles verstanden? Ja, Sir. Gut. Captain, es ist schön, wieder für Sie zu fliegen. Oh, danke, das freut mich. Ja, alte Bekannte, ne? Schön, wieder für Sie zu fliegen. So, dann... Na ja, da klickst du. Ja, komm, ist okay. Corona-Körner, ja. Auf geht's, ja. So, alles auf Deutsch. Alles schön und gut. Bisschen die Power umleiten hier. Das ist nett, dass das hier geht mit dem... Ne, Coolie-Head ist das nicht. Die Schubkontrolle halt, ne? Zieh mir ein Pinkchen. Wir brauchen Unterstützung, Colonel. Ja, aber auf Anfänger wäre mir das ein bisschen zu easy. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit Ihnen verhandeln. Nachbrenner-Sound ist jetzt gerade weg. Interessant. Woher war der da? Hab ich denn da kaputt gedeckt in den Dateien? Bin ich in der Hölle wieder! Feindziel zerstört! Immer feste drauf! Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ja, da funktioniert tatsächlich irgendwas soundtechnisch nicht, ne? Hm. Das muss ich mir nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Er wird nicht verhandelt. Oh, ich nehme mir gleich erstmal Ace vor. Der Bot ist quasi dasselbe wie ich hier. Und ich bin ja Colonel, ne? Ich bin der Bessere. Okay. Rocket rein. Feindziel zerstört! Ja, warte, ich bin halt kaputt. Feindziel zerstört! Ach ja, du Sack. Die fliegen gleich durch den Jump Point und dann sind sie weg. Die
Schrift da unten hat sich auch verändert, ne? Da müsste ich noch mal ein bisschen hin und her kopieren, das ganze Zeug, und mal gucken. Der Nachbrenner-Sound ist jetzt weg und die Schrift da unten ist anders, ne? Hier im Menü hier. Da unten links. Tja, wer weiß, was sie da mal gepatcht haben. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Das könnte mir ja schon wieder auf den Keks gehen, ne? Sir, ich könnte Hilfe gebrauchen. Wir haben Gesellschaft. Colonel, feuern Sie auf keinen Fall auf die letzten Schiffe. Ich wiederhole, nicht auf Sie feuern. Lassen Sie ihn 12 Meter Vorsprung und hängen Sie sich an sie dran. Finden Sie raus, wo Ihre Operationsbasis ist. Wenn Sie sie lokalisiert haben, fliegen Sie zur Lexington zurück. Wird gemacht, Chef. Vollgas hinterher und dann taucht da gleich so ein großes Schiff auf und dann darf man wieder zurück, bis das verschwindet, die Gegner. Dann haben wir es geschafft. Mission abgeschlossen. Genau. Jetzt Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Sonst verkrümeln die sich nämlich wieder. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Läuft. Da sind die verschwunden, das können wir hier noch ein Stück fliegen. Und da kommt der Autopilot. Genau, sind wir jetzt. Benötige Landeerlaubnis. Ich gratuliere, Colonel. Sie haben Erlaubnis zu landen. So, können wir landen. Können wir speichern. Schrift und der Nachbrenner-Sound, ne? Bäh, doch nicht öffnen. X. Woran könnte denn das hängen? Soundtechnisch. Ich meine, die Schrift könnte ja Language Tree sein, ne? Ich schneide das hier mal aus. Backup und das nenne ich CDs. Das könnte die Schrift da sein. Missions Tree wäre ja irgendwie sinnig, dass das so ein paar Sounds hat, ne? Es könnte aber auch sein, dass das der Text immer ist. Na, mal sehen. Kann ich Ihnen helfen, Lieutenant? Gerade an Bord eingetroffen. Gestatten, Lieutenant Troy Carter. Codename Cat Scratch. Sie sind gerade erst mit der Akademie fertig, richtig? Ja, ich war Klassenbester. Aha. Ich wünschte mir, es wären noch ein paar Kilrathi da. Ich fürchte, dafür ist es jetzt zu spät. Hey, Colonel Blair, ich habe eine Frage. Oh Gott, an Sie. Sie sind das? Ja. Ich kann's nicht fassen. Ich wurde aufs gleiche Schiff versetzt wie Sie. Oh Mann, wenn das meine Freunde zu Hause erfahren. Oh je, der Junge trägt ja ganz schön dick auf. Ich lasse sie jetzt allein. Ist es so, Cat Scratch? Wollen Sie sich einschmeicheln? Oh nein, Sir. Ich träumte immer von so einer Chance. Ich kann viel von Ihnen lernen, Sir. Was Sie alles erlebten. Ach ja.
Ich mag den Jungen. Was will der Junge? Ich habe einiges erlebt, ja. Aber wo sie wirklich was lernen können, ist da draußen. Im Cockpit. Colonel, Sir, es wäre das Größte für mich, ihr Flügelmann sein zu dürfen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, Sir. Der ist so grün hinter den Ohren. Eierschalen. Oder wie, oder was? Na komm, seine Laufszene hier, die kennt man ja nur auch schon zu Genüge. Nächste Mission. Wo bleibt nur Colonel Blair? Oh, Colonel, Zeit, sich Lorbeeren zu verdienen. Ja, Sir. Es ist immer noch nicht klar, ob diese Piraten selbstständig operieren oder ob sie mit der Grenzweltenmiliz unter einer Decke stecken. Wie auch immer, wir sind hier, um ihnen das Handwerk zu legen. Dank ihrer exzellenten Aufklärungsarbeit wissen wir, dass die Piratenbasis am Rande des Hellespont-Asteroidengürtels ist. Ihre Aufgabe ist einfach. Sie und ihr Flügelmann schnappen sich zwei Bomber, fliegen dorthin und zerstören sie. Ich teile ihnen zwei Jäger als Geleitschutz zu. An die Arbeit! Zu Befehl, Sir. Weil natürlich diese Special-Dateien für Special Effects stehen können. Boah, nee, muss ich mit dem Ding hier fliegen? Ach du Schande. Ja, Kotzmission. Na komm, fliegen wir mal mit Vagabond, weil Cat Scratch habe ich keine Lust drauf, oder? Treffsicherheit. Bond ist ja schon besser. Mal gucken. Hier ist noch alles auf Deutsch. Das dachte ich wäre vielleicht Missions. Aber leider habe ich den Nachbrenner-Sound so jetzt nicht gefixt, ne? Probiere ich dann mal Special-Dateien. Lösen und feuern! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Jetzt habe ich hier erstmal richtigen Mist am Hacken. Das wäre der Erste. Ich sehe dich in der Hölle wieder! Einer weniger! Einer weniger! So geil! Ja. Jede Menge Gesellschaft, Partner. Lösen und feuern. Zeit, meinen Soll zu verdienen. Ich mach mir das jetzt einfach. Hau da ein Torpedo drauf. Einer weniger. Dann hat sich das. Wenn das jetzt hinhaut, ja. Sofort Formation bilden! Jawohl, Sir! SOS! Mission abgeschlossen! So, nee, das war ja noch gar nicht diese Mission. Das ist ja eine andere. Ich muss die ja alle fertig machen. Ja, ich will jetzt aber auch nicht spoilern. Trotzdem geschafft. Dann ab dafür, ja. Landeerlaubnis. Gut gemacht, Colonel, aber ich habe noch mehr Arbeit für Sie. Die Aufklärung der Konföderierten meldet einen aggressiven Vorstoß der Grenzwächter in das Hellespont-System. Wir wissen nicht genau, wo das Jägergeschwader ist, aber die Lexington hat gerade ein SOS-Signal erhalten. Von einem Ziviltransporter, der mit Kolonisten zu deren neuen Siedlungsort unterwegs ist. Ich schicke sofort eine Truppe dorthin. Aber ich möchte, dass Sie auch hinfliegen. Ihre Karte ist aktualisiert worden. Tja, aber wenn ich das mit den Backup-Ordnern da mal komplett durchprobiert habe, dann wissen wir am Ende, welche Datei man tatsächlich genau durchkommt. Hier ist das Alpha-Shuttle von der Lexington. Melde alles in Ordnung, keine Grenzweltenflieger. Wir wissen also nicht, ob sie tatsächlich was damit zu tun haben. Der Transporter war voller Kolonisten. Der Träger ist ein Intro-Video. Wahr ist das richtige Wort. Wir haben das Wrack untersucht. Es muss irgendeine neue, noch unbekannte Waffe gewesen sein. Irgendetwas hat wohl die künstliche Atmosphäre dieses Transporters zum Explodieren gebracht, sodass sich das Innere in ein Inferno verwandelte, Sir. In wenigen Sekunden waren alle tot.
Warum tut jemand Zivilisten sowas an? Wir haben hier getan, was wir konnten. Wir fliegen zurück zu Lexington. Ab dafür. Benötige Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Colonel. Ja, denn landen wir mal. Speichern wir das. So, ich gehe mal kurz eine Runde pinkeln und in der Zeit läuft Musik und dann probiere ich das mal mit den Special-Dateien. Corona-Körner ist zurück. Ja, probieren wir es mal mit den Special-Dateien. Special Sound Effects wäre ja möglich, ne? Wäre auf jeden Fall ganz nice, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir mal. Wäre ja echt cool, wenn das so klappen würde, ne? Da liegst du falsch, Kumpel. Nein, das tue ich nicht. Diese Grenzwelten-Radikalen stecken hinter dem Schlamassel. Nicht zu fassen. Maniac der Politwissenschaft. Ja, frag den Colonel. Wir waren Zeugen. Das Depot in Orlando ist von einem Grenzweltler in die Luft gejagt worden. Maniac, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die Miliz der Grenzwelten technologisch gar nicht fähig ist, sowas durchzuführen? Wer weiß, welche Entwicklung sie seit dem Großen Krieg durchmachten. Irgendwelche Piraten haben jedenfalls nicht so viel Feuer. Du hast recht. Die Grenzwelten waren schon immer die Stiefkinder der Konföderation. Obwohl sie uns beim Kampf gegen die Kilrathi unterstützten. Die Grenzwelten sind doch nur gefragt, wenn die Konföderierten Gefangene oder Giftmüll loswerden wollen. Das wissen wir alle. Sie behandeln sie wie Kolonien und nicht wie Partner. Wenn sie es wirklich waren, muss es eine Verzweiflungstat gewesen sein. Jobins. Blitz, blink, blink, blink. Das ist doch kacke, was sie da gemacht haben. Ist ja schön, dass es läuft, aber es ist halt irgendwie nicht perfekt. Ja, gut. Schauen wir mal, was als nächstes kommt hier. Ah, Colonel. Ich wünschte, ich könnte mehr Vertrauen in die Daten von der Aufklärung haben. Wir konnten in das Territorium der Grenzwelten eindringen. Im Tiersystem wird eine Geisel festgehalten, die sehr wichtig ist. Wir müssen eine Befreiungsaktion starten.
Zuerst muss der Aufenthaltsort der Geisel rausgefunden werden. Erst dann können wir einen Plan fassen. Deshalb brauche ich sie. Laut unserer Aufklärung ist die Geisel in diesem Komplex auf Tier 7. Aber wir benötigen noch mehr Informationen. Unsere Jäger wurden mit neuen Lasern ausgerüstet. Damit kann man exzellente Fotos machen. Fliegen Sie so nah ran, wie Sie können. Und schießen Sie möglichst viele Bilder. Und werfen Sie einen Blick auf die Karte und in das Infomaterial, damit Sie über die technischen Details Bescheid wissen. Muss ich mit Widerstand rechnen? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Spione mit Kameras doch gern gesehen sind. Seien Sie vorsichtig, wir sind an Fotos und nicht an toten Helden interessiert. Haben Sie verstanden? Natürlich, Sir. Gut. Ich sag euch, Leute, das ist die absolute Oberabkotzmission. Oh, Batsch. Das ist nett. Leute, was habt ihr da gemacht? Ey, ist alles kaputt hier. Es ist so blöd, ist das. Hatten wir ja. Ich habe mir das mal, dass wir gesprungen haben und gesprungen sind. Phase. Tja, was genau mag er denn da jetzt nicht? Das ist mega ärgerlich. Müsste irgendwas Bestimmtes eines mit dem anderen übereinstimmen oder so. So ein Bastel. Das ist so echt shit, ne? Objects, Missions. Ich habe das mal so schön gehabt. Das lief so gut und jetzt... Naja, wenn du kein Backup gemacht hast, ne? Hallo? Passiert, wenn ich Musik wieder original reinschmeiße? Liegt es denn eventuell daran? Nee.
Vielleicht Gameflow oder Install. Das nervt. Komm schon. Lass es bitte funktionieren. Jetzt habe ich sowieso diese Kotzmission vor mir, ja. Jetzt muss das buggen hier, oder was? Kann nicht wahr sein. Sollen es die Movies sein, die jetzt gerade nicht funktionieren? Sonst hätten wir noch Globals, if. Na komm, schmeiß mal rein. Wir gucken mal. Voilà. Okay. Ah, der Nachfinder geht auch wieder. So, wenn jetzt die Pilotenvideos auch auf Deutsch sind, dann haben wir es aber. You call that flying? Better put in for your pension. You guys ready to meet your maker? Ja, das ist natürlich blöd. Oh. I'm gonna barbecue you, Jim. Den haben wir schon mal. Fangen aber auch schon mal irgendwie anders an, oder? Ist jetzt halt die Idee. Oh, Junge. Auf dem falschen Weg. Ja. Boom. Ist halt hinüber, ne? No damage. Sehr gut. Fotos schießen als Spion, ey. Ist ja mega. Dafür gibt's ja richtig Ärger bald. Jetzt hab ich erstmal richtig Gegner am Hals. Ja, mit Alarm und hast du nicht gesehen, dass man so das Paket nach der Station. Jetzt haben die beiden Piloten hier noch im Hals. So. Geht doch hier mal das Boot sterben, oder? You're dead
The Confederation lost its greatest hero today. The Karathi once called him the Heart of the Tiger. Upon hearing the news of the Colonel's death, Admiral Jeffrey Tolwyn said, he was a man I always had faith in. Mhm. Zu DOS abbrechen. Ja. Welche Datei ist das für diese Pilotenmissionen? Missionsvideos. Ist das Mission Tree, ja? Probieren wir mal. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Das wäre verdammt cool. Gestorben bin ich ja sowieso. Hätte die Mission eh nochmal machen müssen, ne? Schadet hat das im Ganzen jedenfalls nicht. Das ist ja schon mal gut. So weit, so gut. Call that flying? Better put in for your pension. You guys ready to meet your maker? Leider war's das nicht. Man stört zumindest ab. Mayday, mayday. Ah! So, wir müssen hin. Kommt rüber. Komm schon. So. Feierabend. Der Vater ist nicht. Kann ich hier Fotos schießen? Proceed to next waypoint. Und komme ich jetzt direkt wieder runter oder muss ich noch so ein paar Stationen klar machen? Nee, ne? Das klappte in der Vergangenheit mal öfteren. Lass mich in Ruhe. Boom, los, boom. Shit. Dann halt so. Schießen wir hier irgendwo Fotos. Objective accomplished. Proceed to next waypoint.
dürfen wir das Ganze wahrscheinlich nochmal machen. Geil, Umar, ey. Das ist eine Mission. Komm schon. Oh nee. The Confederation. Ja, dann können wir ja noch mal ein bisschen rumprobieren. Wir es denke ich mal mit Musik. Irgendwie. Muss man das da wieder auf Deutsch kriegen hier. Dass die Piloten auch Deutsch babbeln. Muss ich auch mit dem Schwierigkeitsgrad vielleicht mal runtergehen? Dann habe ich diesen Mist hier nicht mal im Hals an Mission. Alright, let's kick some ass! Schneller kaputt, ich glaube. Schieß noch mal mehr daneben. Welche Datei ist das mit diesem Piloten? Videos. Aufgabe erfüllt, weiter zum nächsten Wegpunkt. Objective accomplished. Proceed to next waypoint. Du
Wieso hatten wir schon Schaden? Ich hab da noch gar nichts gemacht. Any last request? Objective accomplished. Proceed to next waypoint. Geht's. Complete. Ja, sehr schön. Dann jetzt aber auch dafür. Nochmal weg, oder? Noch? Nee, nicht? Okay. Need clearance. Well done, Colonel. You're clear to land. Ja, dann mach das mal. Erste Kopfmission. Erledigt. So, welche verfluchte Datei könnte das jetzt wieder noch sein? Vielleicht ist es die Gameflow. Irgendwas sagt mir, dass es eventuell Gameflow ist. Probieren wir das doch mal. Ja, Mist gebaut. Nö, datumstechnisch ist das CD und das ist Original. So, Eisens Kabine. Herein. Aufklärungsdaten? Nein, es ist nicht ganz so wichtig. Nur eine Übermittlung an meine Enkel. Das neue Schuljahr macht sie etwas nervös. Was wollten Sie mit mir besprechen? Diesen Auftrag, den wir ausführen. Ja, wir beginnen bald mit der Befreiungsaktion. Wird nicht leicht. Warten Sie die Einsatzbesprechung ab. Meine Zeit ist jetzt begrenzt. Ich muss mich auf der Brücke melden. Bis dann in der Kommandozentrale. Ja. Ah, Colonel. Die Konföderation sieht diese Mission als extrem wichtig an. Gibt's einen Grund dafür? Fangen wir mit der Besprechung an. Ja, Sir.
Es sind feindliche Verstärkungen auf dem Weg hierher. Wir müssen also schnell handeln. Ein Truppentransporter hat uns gerade angeflogen. Er wird direkt hinter Ihnen fliegen und die Bodentruppe transportieren, die die Geisel befreien soll. Dank Ihrer Aufklärungsarbeit wissen wir jetzt genau, wohin wir müssen und was uns bevorsteht. Hier ist der Aufenthaltsort der Geisel. Sie müssen dem Truppentransporter Deckung geben. Stellen Sie sicher, dass er heil zurückkommt. Alles klar, Colonel? Selbstverständlich. Ich werde diesen Stream natürlich, weil ich ihn auch aufnehme, auch in Mega-Qualität nachher als Video hochladen. Und damit ist jetzt der Nachbrenner. Ja. Give me a damage report. What are you, my mother? Damit ist jetzt der Nachbrenner weg. Das war Game Flow. Sollen es vielleicht doch die Special-Dateien sein? Wird mir aber natürlich nichts bringen, wenn es dann mit Abstürzen läuft, wie schon mal eben vorhin, ne? Ah, Colonel! Na, mal sehen. Ah, das wäre natürlich... Das ist natürlich blöd. Gehen wir es doch noch mal mit Language TAE. Mal durchklicken hier. Ich mir zwar nicht vorstellen, weil die Datei auch so mega klein ist, aber gut. Irgendwie kommen wir schon noch dahinter. Give me a damage report. What are you, my mother? Die ist es auch nicht. Dann lösche ich die jetzt einfach direkt, sonst gebe ich irgendwann nachher nochmal dasselbe nochmal aus. Das wäre auch bescheuert. Ich habe eher schon mal drauf kommen können. Was passiert denn bei Globals? Das ist auch ziemlich krass klein, aber ja. Vielleicht ist es auch die Objects. Das funktioniert sogar gar nicht. Also weg damit. Nochmal Objects. Vielleicht ist es das ja. Alles nicht so einfach hier.
Give me a damage report. What are you, my mother? My mother? Also Objects ist es auch nicht. Das lässt mir ja keine Ruhe, ne? Das nervt mich so dermaßen. Wenn ich das mit der Gameflow probiere, dann stürzt es wahrscheinlich wieder ab, ne? Mal sehen. Give me a damage report. What are you, my mother? Nee, dann ist der Nachbrenner weg. Ach. Also Gameflow ist es nicht weg. Style, ich weiß ja nicht. Movies und Music. Habe ich von der CD. Wäre ja lustig, wenn es diese Install-Datei ist. Dass die Kombination irgendwie sein sollte aus bestimmten Dateien, wäre es natürlich noch bescheuert. Dann kriegt man es ja erst recht nicht raus, ne? Naja, mal gucken. Give me a damage report. What are you, my mother? My mother? Du kannst mich mal, oh. Ja. Special. Stürzt schon beim Starten ab. Ach nö. Das ist doch blöd.
Sobald ich Special austausche, war's das mit Special, ne? Nee. PC4 landen. Das ist die. Nope. CDs. M. Zur Hölle. Es geht hier erstmal um gar nichts mehr, oder wie? Meh. Das ist auch gut, ne? Oder auch nicht. Jetzt habe ich es zerstört, ja. Ist ja klasse. Gibt es ja nicht einen Log? Nö, eine INI-Datei. Könnte man es versuchen, einfach mal mit Debug? Könnte ja hinhauen, ne? Hier wird leider kein Log erstellt. Hätte ja klappen können. Tja. Mal gucken. Special. Ich blick das noch nicht so ganz, das ist irgendwie schräg hier. Und das geht mir auf den Keks.
Give me a damage report. What are you, my mother? Stürzt er da auch. Soll das die Missions-Datei sein, ja? Nee. Sind sehr wahrscheinlich die Special-Dateien, ne? Special. Jetzt wird's wohl wieder gehen, oder? Ja. Wenn ich alles austausche bis auf Special 1. Give me a damage report. Wer sind Sie? Meine Mutter? Das ist irgendwie blöd. Na komm schon. Gib's mir auf Deutsch, bitte. Give me a damage report. What are you, my mother? Das nervt mich so dermaßen. Na komm, ich bin jetzt mal lustig. Alles bis auf Special 1. Dann wird es vermutlich später abstürzen. Erstmal geht's, Paolo. Okay. Give me a damage report. What are you, my mother? Dann wird es sicherlich später abstürzen, also bringt's dich. Also Special weg. Das hat keinen Zweck. Könntest du noch dran hängen hier?
Movies und Musik ist nicht. Das nervt. Naja, machen wir erstmal Feierabend für heute hier.